Prinzipiell ist ja erstmal so, dass Schilddrüsenerkrankungen ja relativ unspezifische Klinik haben. Ne? Also sie sind aufgeregt, das kann die Schilddrüse sein, sie sind müde, das kann die Schilddrüse sein, sie haben Haarausfall, das kann die Schilddrüse sein, ihr Puls ist sehr hoch, kann die Schilddrüse sein, ihr Puls ist sehr niedrig, kann die Schilddrüse sein. Deswegen gehört einfach die Diagnostik der Schilddrüse, auch der Schilddrüsenparameter, gehört einfach so zum Standard dazu, macht in der Regel der Hausarzt. Dann kommen sie zu uns und dann läuft der ganze Spaß erstmal relativ entspannt ab. Ne? Nuklearmedizin hört sich immer alles an wie Weltraumtechnik, ist aber eigentlich relativ einfach. Wir gucken immer erstmal, wie geht's Ihnen? Wir werden Ihnen relativ viele Fragen stellen. Dann machen wir erstmal einen Ultraschall, um erstmal grob zu sehen, rein anatomisch, ist die Schilddrüse zu groß, ist sie zu klein, hat die irgendwelche auffälligen Durchblutungen, ja? Sind da Knoten drin? Wenn dem so ist, beziehungsweise wir sagen, wir würden ganz gerne auch nochmal wissen, wie die Schilddrüse an sich arbeitet, dann machen wir eine Szintigraphie. Da kriegen Sie erstmal ein ganz kleines bisschen radioaktives Material gespritzt, was sich im Körperkreislauf verteilt und letztendlich an der Schilddrüse anlagert. Und wir sagen, gibt es Areale, die zu viel arbeiten, zu wenig arbeiten oder ist soweit alles in Ordnung? Wenn wir dann feststellen, dass dort prinzipiell Areale sind, die zu viel arbeiten, dann besteht prinzipiell die Indikation zu einer Radiotherapie. Das hört sich auch immer relativ drastisch an, sagen wir das mal so, ist aber auch deutlich entspannter, als es sich immer anhört. Ne? Das Schlimmste an der Radiotherapie ist Langeweile, weil die Radiotherapie läuft so ab, dass Sie eine Kapsel mit der für Sie berechneten Therapieaktivität schlucken. Da ist dann das Jod 131, der Beta-Strahler drin. Man nimmt sich einfach zur Hilfe, dass die Schilddrüse Jod verstoffwechselt, bietet ihr diesen Beta-Strahler an und brennt damit einfach, um das mal in einfachen Worten zu sagen, brennt damit die Areale, die zu viel arbeiten, raus. Läuft so ab, dass Sie einen Tag bei uns stationär aufgenommen werden, morgens, dann schlucken Sie mittags die Kapsel mit der für Sie berechneten in Therapieaktivität und müssen dann so lange auf der Station bleiben, bis sie nicht mehr strahlen. Und das ist das, was ich meinte. Die Station an sich ist langweilig, weil sie sind halt einfach da. Wir haben bei uns den großen Vorteil, dass wir Balkone haben. Das macht es immer ganz angenehm. Und sie dürfen die Station aber erst wieder verlassen, wenn sie offiziell abgestrahlt haben. Wenn das der Fall war und sie abgestrahlt haben, gehen sie entspannt nach Hause, kriegen bei uns Nachkontrolltermine, wo wir dann in der Regel feststellen, dass alles gut ist und dann hat sich das Thema Schilddrüse für sie erledigt.